Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren King of Seas Video von mir. Und ja Leute, wie vielleicht manche von euch wissen, ging es mir nicht so gut. Jetzt geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Der Schnupfen geht jetzt auch langsam weg. Die Halsschmerzen sind zum Glück auch schon wieder vorbei. Und im Ganzen bin ich zufrieden. Ich war jetzt auch eben beim Training. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir auch einfach mal. Und zwar ist in diesem Wochenende wirklich die Challenge, so viel Gold zu farmen, wie es nur geht. Und ich mache mir da jetzt einfach mal eine kleine Challenge raus, weil viele auch nachgefragt haben und irgendwie meinten, ja, mach mal doch mal Challenges. Und das mache ich auch einfach diesmal. Da kriegen wir auch schon den schönen Hinweis wieder von der Verbindung, alles Lächeln. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, in 5 Minuten so viel Gold zu farmen, wie es nur irgendwie geht. Und ich werde das natürlich da und da mal wieder ein bisschen schneiden, ist logisch. Aber, es soll eigentlich schon so hintereinander weg sein. Hier, das ganze Suchen braucht man eigentlich quasi nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ja eine schöne Base gefunden habe mit viel Gold. Bis gleich. So Leute, und da habe ich die erste Base gefunden. Wir gehen natürlich auch direkt mal hier rein. Und nice, beim zweiten Versuch. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Base so ist. Mal gucken. Okay, das ist ein bisschen strange. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Das ist auf jeden Fall echt nicht leicht. Muss ich ganz klar sagen, ist es echt nicht leicht. Ich habe gar keinen Plan, wie man die machen soll, Leute. Das ist natürlich jetzt echt die härteste Frage, die es irgendwie geht. Alles klar. Joa, die ist jetzt irgendwie scheiße, die Base. Muss ich ganz klar sagen, da habe ich mir eine echt scheiß Base ausgesucht. Wobei, wir haben den letzten Versuch. Aber diese Kanone, Leute. Was macht diese Kanone da? Versaut mir eiskalt. Versaut mir eiskalt alles. Wobei, wir könnten auch anders irgendwie. Ah, ich glaube, so hätte man das dann auch machen müssen. Bin ich mir ziemlich sicher. Eigentlich bringt es jetzt nichts mehr. Aber ich würde schon ganz gerne noch irgendwie jetzt den letzten Versuch starten. Einmal so. Und dann, ja, okay, das überrascht mich jetzt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das geht irgendwie. Aber anscheinend nicht. Okay, jetzt vielleicht. Ja, wunderbar, hier nochmal springen. Und dann sind wir, oder da haben wir es dann auch geschafft. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich meine, 1000. Oh, krass, krass, Leute. Krass. 60.000 Gold. 60.000 Gold. Kann man machen. Muss ich wirklich sagen, kann man machen. Nur die ist wirklich echt nicht leicht. Wollen wir es probieren? Wir machen es. Wir probieren es. Warum nicht? Okay, nice. Erster Versuch. Okay, da haben wir dann schon verkackt. Scheiße. Fängt ja wirklich gut an. Okay. Die ist jetzt echt bis. Aber hatte ich erwartet. Hatte ich auch erwartet, dass sie ein bisschen. Ah, Mist. Ich will da. Ja, okay, jetzt haben wir es sowieso schon verkackt. Aber wir bekommen da sowieso noch viel raus. 6000. Ich will. Okay, jetzt ist der Red Guard sowieso im Arsch. Und jetzt ist das Ganze kein Problem mehr. Wunderbar, haben wir es geschafft. 6000 Gold, gut. Ist jetzt nicht das Highlight, aber es geht. Und was ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, wir suchen jetzt einfach weiter. Ich möchte nämlich noch kurz was sagen. Und zwar geht es halt darum, dass ich bald meine Base ändern werde. Okay, die Base ist jetzt eigentlich auch relativ cool. Wobei, die ist machbar, oder Leute? Also die ist machbar. Die ist machbar. Einen Orb kriegen wir da. Dass ich bald meine Base verändern möchte und dann alles klar. Also die Base ist jetzt echt ein bisschen. Oh, wobei, die geht eigentlich. Gucken wir mal. Die ist vielleicht doch nicht so leicht, wie ich dachte. Aber wir müssen da halt perfekt abspringen. Mehr ist das halt nicht. Ja, nur man muss an dieser scheiß Säge vorbei segeln. Ich hoffe, die geht jetzt gleich kaputt, weil, ja, irgendwie habe ich. Ja, keine Ahnung. Nice, die Säge ist kaputt und wir haben noch ordentlich Life. Oh, fuck. Fuck. Okay,
Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Einmal so. Oder auch nicht. Warte, Leute. Ey, wir hätten es geschafft. Ganz ohne Witz. Okay, wunderbar. Wunderbar. Und da haben wir es geschafft. 9000 Gold bekommen wir da. Wunderbar. Wir bekommen zwar nicht den, ja, besten Gem, aber immerhin das Gold. Und ich versuche es jetzt nochmal zu sagen. Und zwar, ich werde bald meine Base verändern. Und da wird es dann auf jeden Fall wieder mega viel Stuff geben. Auch vielleicht teilweise hilfreichen Stuff für euch. Ich merke ja, das Orbs-Video ist zum Beispiel sehr gut bei euch angekommen, weil das, denke ich mal, sehr hilfreich für viele war oder auch ist. Und das wird dann auch so sein, dass ich dann wirklich hilfreichere Videos mache, wo ich dann auch einfach mal Tipps und Tricks verteile. Ich bin zwar nicht der beste King of Seas-Spieler, weiß ich selber, ich bin eigentlich wirklich nicht so gut. Ich werde trotzdem mein Bestes geben und werde versuchen, das ein oder andere, was ich weiß, anderen zu vermitteln und denen zu zeigen, wie man es macht. Das können zum Beispiel, ja, Jumps sein. Oh krass, was ist das für eine Base? Ohne Witz, Leute. Jetzt mal ohne Witz und Fatz. Also die Base machen wir, die müssen wir machen. Wenn wir die nicht machen würden, wären wir schon dumm im Kopf eigentlich. Weil, keine Ahnung. Okay, da müssen wir schnell handeln. Wunderbar, haben wir auch direkt gemacht. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir es jetzt anstellen. Weil das wird jetzt echt nicht ganz so leicht werden. Genau da. Ist es jetzt dein Ernst? Oh Gott. Wir haben das alles beide aktiviert. Gut, hat uns jetzt nicht viel gebracht. Weiß ich selber. Aber. Oh, okay, Leute. Wir haben noch sowas. Ja, wir machen es jetzt einfach mal, wie ich das so will. Passt auf, Leute, das wird wirklich was. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Oh Gott, hier sind ja mega viele Viecher jetzt am Start. Okay, Leute, jetzt vielleicht der nächste Versuch. Das können wir tatsächlich schaffen. Ah, Mist. 25.000 auch nur noch. Und ich weiß, das ist echt nicht leicht. Ich weiß natürlich, dass es echt nicht so leicht ist. Okay, jetzt vielleicht nochmal. Ah, Mist. Auch nicht wieder. Wunderbar, haben wir es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. 25.000 Gold und ich möchte ganz gerne wissen, was das für ein Gem ist. 10 Orbs ist mir da egal. Ja, egal. Okay. Aber immerhin 25.000 Gold. Sehr nice. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Die Base sieht zum Beispiel auch gar nicht so schlecht aus. 8.000. Aber wobei ich war, also scheiße, ist schon wieder so eine Base. Leute, was ist los? Wir machen die natürlich auch, gar keine Frage. 18.000, wieso nicht? Kann man mal probieren. Wobei die Base irgendwie schon scheiße ist. Okay, Leute, wir machen eine Falle entschärfen. Okay, wunderbar. Das ist aber die... Ah, fuck. Okay, Leute. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen tricky irgendwie. Okay, oder halt auch nicht. Macht man es so und dann ist man auch im Kasten und dann haben wir 9000 Gold wiederbekommen. Und wir bekommen wieder den schlechtesten Gem. Ist egal. Darum geht's nicht in diesem Video. Und jedenfalls würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben nur noch 5, ja, Dietriche. Ich würde sagen, das wäre es jetzt einfach mit dieser Folge. Es war zwar jetzt nicht eine lange Runde. Ich denke mal, die 5 Minuten haben wir auch voll. Ich denke mal, die 5 Minuten haben wir jetzt dicke. Ich habe mir jetzt keinen Timer oder so gestellt. Und ich hoffe, dass euch diese Challenge gefallen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gold ich gefarmt habe, aber ich glaube, es war schon nicht wenig in 5 Minuten. Also ich fand es jetzt nicht wenig. Klar, es gibt Leute von euch, die farmen mehr als ich, ist mir logisch. Aber ich denke mal, das jetzt für so eine Aufnahme, ich denke mal, das reicht. Und ich denke mal, so schlecht war es jetzt auch nicht. Also Leute, ich will jetzt auch nicht wieder zu viel labern. Jedenfalls, ich wollte wie gesagt noch sagen, ihr seht es schon, Level 28 wird jetzt auf 29 verbessert. Und dann ist das, glaube ich, auch bei 32 Schluss. Und dann habe ich das und dann würde ich ganz gerne meine Base, meine Base wechseln. Und ja, wir sind jetzt auch
Ja, krass, im Ranked sind wir jetzt auch 3000 irgendwas. Da würden wir dann, ja gut, 50.000 Gold kassieren, aber ist egal. Oh Leute, hier sehen wir es. 51.811 haben wir in 5 Minuten gefarmt. Ich würde sagen, das geht voll. Also, keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da oder schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ob ich öfter so welche Challenges machen soll. Wie gesagt, so welche Videos sind jetzt einfach nur dazu da, dass ich das jetzt erstmal überbrücke. Und wenn ich dann meine Base wechsle, dann gibt es, denke ich, auch mal wirklich wieder richtige, hilfreichere Videos für euch. Und ja, wie gesagt, ich will jetzt wirklich nicht zu viel labern. In dem Sinne, hauen Sie rein, machen Sie es gut und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bei mir ist jetzt gerade jedenfalls Abend, ist egal. Hauen Sie rein, das ist eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.